Willkommen hier aus dem sehr verregneten Aserbaidschan zu unserer F1 Audi-Karriere. Wir sind in Round 8 und ich freue mich extrem, dass ihr dann geschaltet habt. Uns steht heute ein Rennen bevor, von dem ich mich ein bisschen gefürchtet habe, um genau zu sein. Weil, ja, es ist Aserbaidschan. Wir haben extrem lange Geraden und ein sehr langsames Auto. Es kann auf jeden Fall sehr schwierig werden. 6.003 Kilometer oder Meter halt und 20 Kurven, 2 DRS-Zonen, die es einem nicht viel einfacher machen werden, hier vorne zu bleiben. Und natürlich eine Strecke, die ich auf jeden Fall zu meinen Top 3 Lieblingsstrecken zählen kann. Geniale Strecke, geniales Layout und ich liebe es. Das Qualifying ist Gott sei Dank noch im Trockenen. Deswegen kann ich hier wirklich alles geben. Und los geht's, wir gehen in die erste Kurve. Unser Rivale wird, ja, Paris wird's mal sein. Abonniert den Channel unbedingt gerne, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und lasst auch gerne ein Däumchen oben da. Schaut auch unbedingt gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio und auch gerne auf EZ-Tobi auf TikTok. Da sind wir fast 12.000 Leute, also nein, fast 13.000 Leute. Also ich freue mich extrem, dass der Support da wirklich wieder da ist. Wir sind im ersten Sektor, das ist irgendwie auch so mein persönliche Creme de la Creme. Ich liebe den ersten Sektor und da wären wir sogar auf P2 Kurs. Aber es kommt natürlich dann noch die lange Start- und Zielgeraden. Es sind nur 68.000stel, die uns hier auf Max Verstappen fehlen. Also es kann auf jeden Fall interessant werden. Auch hier nach meiner Hasskurve bin ich immer noch zweiter Platz. Ich denke mal, das kann richtig gute Positionierung werden. Hier wieder erster Platz. Leclercs Spezialkurve kommen wir auch perfekt durch. Hier, ja, da musste ich zweimal einlenken, weil ich eben, ja, das war ein leichter Fehler, ja, hätte ich fast die Mauer berührt. Es ist immer noch der zweite Platz, Leute. Das wäre eine unfassbare Position. Ich habe ein bisschen Angst vom Start, weil... ich habe ein bisschen Angst vor der langen Geraden. Da werden wir... Oh mein Gott! Das war noch mit einem Reifen drauf. Und wir sind auf ersten Platzkurs. Lila sogar im zweiten Sektor mit dem Spezialmove hier. Aber es ist... Leider ist Verstappen jetzt vorbei. Und ich denke mal auch, dass wir da nicht mehr viel an Platz gut machen werden. Im Gegenteil... Dritter Platz sind wir jetzt schon. Wir sind gut rausgekommen. Ich habe versucht, den ganzen Schwung mitzunehmen. Vierter Platz runtergerutscht. Jetzt geht es nur noch bergab, Leute. Und hoffen, dass wir nicht allzu weit nach... der Voice Crack. Dass wir nicht allzu weit nach hinten fallen. Und es ist der vierte Platz. Was für eine Leistung. Der vierte Platz. Mit dem habe ich absolut nicht... Safety Car im Einsatz sehen werden auf fast 100%. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Leclerc, der Professor und Russell, Sainz, Fernando Alonso, Norris und Esteban Ocon, Magnussen, Bottas, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher. Vettel, Albon, Oscar Piastri und Lance Stroll, Ricardo, Joe, Gasly, hier gab es eine Gridstrafe und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Los geht's, Leute, wir starten von 5. Platz und ja... Lights out and away we go. Ich weiß nicht. Es geht los. Wir kommen eher semi weg. Natürlich, der Wheelspin ist unfassbar. Und ich muss mich mal auf diese Bedingungen einstellen. Hier können wir uns immerhin gegen George Russell beweisen. Aber wir müssen natürlich ein bisschen nach vorne. Aber Halleluja. Der sprays ab. Normal, ich positioniere mich hier ein bisschen innen. Weil ich dachte, vielleicht rutscht Leclerc nach außen. Ja, ist aber leider nicht der Fall. Hier kommt sogar George Russell durch. Ja, Mann. Was willst du denn? Der flattert Ärger, wie weiß ich nicht was. Und jetzt hier gucken wir uns die Szene mal an. Ja, wir lassen hier extrem viel Platz, weil ich genau weiß, ein Crash hier kann natürlich, ja, das Ende bedeuten. Aber da vorne geht's richtig zur Sache. Charles Leclerc und Lewis Hamilton liefern sich in einen Astrennen-Fight gegeneinander. Nur, dass sie nicht mit mir rechnen. Hier bleiben wir einfach drauf auf dem Körb und ziehen ganz, ganz nah. Das war richtig knapp. Mit der Kollision, sehr, sehr hartes Manöver und ja, auch sehr, sehr spät hier nochmal rüberziehen, sonst kommen wir nicht um die Kurve und das ist vierter Platz, Leute, das ist der vierte Platz bis jetzt. Ich bin zufrieden mit der aktuellen Leistung, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, direkt mal gucken, ob das eh kein Flügelschaden war. Ihr kennt das, hier in Aserbaidschan ist es wirklich,
ein ganz ein leichter Rutscher, gerade im Regen, ein ganz ein leichter Ditscher und du bist direkt weg vom Fenster. Und das will ich halt eben nicht. So, George Russell hat hier eine bessere Pace wie wir auf jeden Fall. Auch Lewis Hamilton kann da vorne richtig davon ziehen. Es war mir auch irgendwie klar, dass wir heute nicht am Podium enden werden. Für das fehlt uns wirklich die Race-Pace, aber vor allem auch die Pace auf den Geraden. Also da sind wir richtig langsam noch unterwegs. Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Aufzufallen ist auf jeden Fall, dass der Mercedes ganz weit links steht. Also ist das noch fair, wo da Hamilton stand? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch in der Box drin war. Wo wir schon bei diesem Thema sind, was da Alonso vorgeworfen wurde alles. Das war sehr, sehr knapp bei Hamilton hier, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, und hier, das war halt eher semi, das da zu Beginn. Ich wollte abdecken, aber ich habe dann mich ein bisschen verschätzt, weil einfach George Russell hier richtig schnell war. Natürlich, innen hast du auch keinen Platz, du musst richtig aufpassen und dadurch hat er wahrscheinlich auch nachgegeben, weil er sich dachte, den Psychopathen lasse ich lieber vorbei. Aber ich denke mal, da war noch alles im Butter. Jetzt kommt, ich hoffe, dass das auch dabei ist bei den Highlights hier. Dieses Manöver gegen Charles Leclerc. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier geht es dann rein. Leclerc wird ein bisschen aufgehalten von Hamilton. Und wir können hier... Oh mein Gott, war das knapp. Halleluja. Normalerweise hält man nicht drauf. Wir sind in der vierten Runde. Wir sehen auch, der Regen lässt langsam nach. Wir sehen auch nach hinten... Ja, wenig Zeit gut gemacht. Aber nach vorne richtig viel Zeit verloren. Also nach hinten. Ja, Leclerc, der kommt sicher gleich angeschossen. Wir sind richtig langsam auf den Geraden. Das ist echt ein richtiges Manko hier. Aber das war mir auch klar. Jetzt heißt es eigentlich nur überleben, verteidigen, gerade in Regenbedingungen. Oder vielleicht ein riskantes Manöver eingehen. Natürlich sollte man es nicht übertreiben. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir hier einfach Fuß fassen. Dass vielleicht noch trocken wird und so eine Zwick-Zwack-Geschichte rauskommt, mit welchem Reifensatz man fährt. Ich frage auch immer wieder ab und zu, was kann man machen, wie lange dauert das Wetter noch. Ich habe ja nichts zu verlieren in dem Fall, wir sind vierter Platz. Natürlich, das sind gute, gute Punkte, aber ja, dass wir das gegen Leclerc auf die Dauer halten können, bezweifle ich richtig. Also, der ist schon richtig schnell, der ist schon extrem, extrem schnell. Aber ja, wir probieren es natürlich, wir müssen hier uns verteidigen, was das Zeug hat. Wir sind gut aus der Kurve rausgegangen, doch nicht so gut. Siebensintel. Scheiße. Aber Lila im ersten Sektor, das ist auch ja so mein Spezialsektor. Da brauchst du keine Pace. Du hast ja eigentlich nur eine Geraden, eine lange, längere. Und ja, da heißt es eher besser aus diesen rechten Winkelkurven rauskommen. Und deswegen mag ich den ersten und vor allem den zweiten Sektor. Der zweite Sektor ist schon ziemlich cool. Auch mit diesen Engstellen ist das schon sehr, sehr spaßig. Es gibt auch kaum Kurven, die ich hier nicht mag. Ja, aber vor allem muss man hier natürlich sagen, die vor mir ziehen da schon richtig weg mit einer Pace. Wir sind in der vierten Runde und es ja, ist noch immer noch gleiches Bild. Hamilton weg, der ist immer um die 4,5 Sekunden weg. Leclerc immer im Sekundenfenster, auch hier wieder gefragt, wie wird das Wetter? Bitte sagt mir, dass es endlich aufhört zu regnen, dass wir vielleicht noch auf Slicks gehen können. Irgendwas versuchen können. Eigentlich können wir auch uns hier gut halten. Ich schaffe es im ersten bzw. im zweiten Sektor, die Zeit rauszufahren, die ich dann auf der Start- und Zielgeraden auf Leclerc verliere. Also ich bin, ist jetzt nicht so, als ob wir hier ablosen auf jeden Fall, aber es ist halt ein aussichtsloses Rennen. Man kann nicht nach vorne, nach hinten hin kann man natürlich einiges verlieren und dann ist es halt ja, so ein bisschen, ja, du fährst halt einfach nur, um deinen Platz zu behalten. Ich finde solche Rennen unfassbar langweilig. Es ist mühsam für mich und es ist echt unfassbar fade. Du fährst und es können so viele Fehler passieren, weil du ja immer wieder nur im Trim drin bist. Aufpassen, ich habe das gesehen, 6 Zehntel im ersten Sektor gut gemacht, lila, aber im zweiten und vor allem im dritten reißt die Leistung dann so unnormal ab, dass wir sowieso keine Chance haben. Aber ja, wir probieren auf jeden Fall oder wir warten jetzt mal, wie sich das die Wetterlage verändern wird. Ich meine, es gibt ja auch nichts anderes, außer hier zu warten, weil ja sowieso gar nichts passiert, außer dass wir hier immer wieder gut Zeit machen, immer wieder Zeit verlieren und so weiter und.
Also es ist aussichtslos. Ich liebe die Kurve immerhin, weil man kann hier richtig gut die schneiden und kriegt auch keine Verwarnung oder Strafe, wenn man das gut macht. Also es gibt natürlich auch ja Hardcore-Cuts, die sieht man dann und, oder die sieht die FIA dann. Aber hier kann man gut durchkommen. Wir kommen auch hier schön durch die letzte Kurve durch. Ja, die haben sich auch ein bisschen verschwierigt mit diesem ja, Schaumstoffzeug, was da jetzt links steht. Wenn du da ankommst, da zerfetzt dich sofort. Ja, jetzt habe ich gute Chancen. Purple. Und die Uhr bleibt bei unten stehen. Lila im, ja, zwar nur grün im letzten Sektor, aber im ersten und zweiten konnten wir so viel Zeit rausfahren, dass es dann für den dritten gereicht hat. Also es, wir sehen, wir können mit den Zeiten mithalten auf jeden Fall. Das Ding ist natürlich, was machen wir? Also wie wird sich das Wetter vor allem weiterentwickeln? Ja Leute, und jetzt tut sich was an den Boxen. Der Regen hat nachgelassen und einige sind an die Box gefahren, unter anderem Lewis Hamilton. Und ich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist oder nicht, aber wir gehen auch rein, gehen auf den roten Satz und werden natürlich unser Bestes versuchen. Ich hoffe, es ist der Aufschwung, ich hoffe, es beginnt zu trocknen und vor allem hoffe ich, dass das kein großer Fehler war. Rein geht's, auf die Routen geht's und dann heißt es natürlich, die letzten 4 Runden pushen, was das Zeug hält, aber ich hoffe, es war kein Fehler. Jetzt geht's raus hier auf noch etwas feuchten Bedingungen, aber vor allem auf, ja, viel, oh mein Gott, wir rutschen das so zur Mauer hin. Das ist echt unnormal ekelhaft noch zu fahren. Also eine Runde mindestens zu früh reingekommen für die Routen, aber natürlich, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass wir den Aufschwung verpassen. Alter, auch hier wieder viel zu spät an der Bremse, dass wir den Aufschwung verlieren. Und ja, es sieht zwar gut aus von den Seiten her, aber ja, der Regen lässt zwar auch nach, es ist kaum noch was da. Das Ding ist halt, es war ein Fehler. Ich merke, habe das nach einer Runde, merke ich das hier, dass das ein Fehler war. Wir schaffen es nicht, nur annähernd wieder an die Spitze dran zu kommen. Die Red Bull haben da so einen riesen Vorsprung. Wir hätten, wenn wir draußen geblieben wären, vermutlich das Podium errungen. Aber so irgendwie, ja, wir kriegen zwar auch DRS. Und da dachte ich mir auch noch so, yes, Mann, jetzt kommen auch die anderen rein, oder? Und ja, es war leider nicht so. Also es ist auch leider noch immer noch nicht so, dass nur irgendjemand in die Box reinfährt. Nur Hamilton und ich sind die einzigen, ja, ich will schon sagen, Idioten, die in die Box gefahren sind. Doch der rote Reifeneffekt im Gegensatz zu den grünen Reifen ist jetzt eher semi. Wir haben nicht mal einen Punkt, wenn es jetzt so weitergeht. Es ist, ja, ernüchternd. Es ist dumm. Es war eine blöde Entscheidung, die man leider erst im Nachhinein merkt. Deswegen hasse ich auch so Regen auf Trocken oder von Trocken auf Regen. Die Strecke ist komplett trocken. Alle fahren so ein bisschen wie auf rohen Eiern. Aber ja, es ist einfach, der Abstand ist zu groß, um da noch irgendwie, ja, Großes zu leisten. Es ist dumm. Es war eine sehr blöde Entscheidung. Und Daniel Ricciardo hat es auch noch versucht. Da sehen wir auch, wo der herumfährt. Wir kämpfen hier gegen Magnus nur um wenigstens einen Punkt. Aber ja, was soll ich dir sagen? Es ist kacke gelaufen. Es war sehr, sehr, wir waren nah dran an einer guten Strategie und vor allem am Podium. Und haben das mit einer, ja, blöden Entscheidung mit dem Boxen. Da habe ich das hier weggeworfen. Hamilton, wir sehen auch, Hamilton hat hier zu kämpfen, er ist auch nur Achter. Und ja, man sollte echt nicht immer gucken, was die anderen machen. Dass Hamilton reingefahren ist, hat mich natürlich ein bisschen irritiert. Und das, ja, hätten wir vielleicht lassen sollen. War blöd, war echt mein Fehler, my fault. Ich werde da auch nicht mehr so reingehen. Es ist, ja, sehr dumm. Wir sind in der vorletzten Runde und wir sehen auch hier,
Wir können kaum noch Zeit gut machen. Ja, das ist ja blöde gelaufen. Echt sehr, sehr dumm. Immerhin können wir hier mit dem 10. Platz noch einen Punkt mit retten. Mal gucken, wie es mit der schnellsten Rennrunde aussieht. Aber das denke ich mal, ja, wird eher so an Hamilton gehen. Oder an den weiter hinten, der ja noch eine frischere Strecke hat. Wir sehen natürlich, dass die KI zu kämpfen hatte und mit dem Inters auf den Trockenbedingungen. Aber der Zeitenunterschied ist ja im Vergleich zu uns so minimal, dass es absolut nichts bringt. Rear rüberziehen, ausscheren und immerhin der 9. Platz, das wären mit schnellster Rennrunde dann immerhin 3 Punkte. Wie schade ist das bitte? 3 Punkte anstatt 13 Punkte oder 12 Punkte. Das ist dann schon, oder wenn man es nimmt, sogar 15 Punkte oder Podium. Ja, das ist echt sehr blöd. Sehr, sehr, sehr scheiße. Ricardo, wie gesagt, es werden dann eher die hinteren Fahrer, die ganz hinten sind, mit der noch besseren und frischeren Reifen und Strecke, werden dann noch Chancen haben. Hier leichter Flügelschaden auch noch. Hier wollte ich dann auch schon zu viel haben. Ich sehe dann auch Norrie da vorne, der ja wirklich pro Kurve Zehntel verliert, aber ja, bei 4 Sekunden ist das halt auch eher so nebensächlich. Gucken wir uns hier mal die Replay an, weil es waren ja auch drin noch gute Überholmanöver hier gegen, ich glaube, das ist Yuki Tsunoda und ja, auch Max Verstappen hat das mit den Inters ins Ziel retten können vor Checo Perez. Doppel Red Bull Sieg und ja, wir sind leider der Lucky Loser hier. Wir sind, ja, immerhin hat er noch Norris überholt, aber ich halt, ja, das war verkackt. Das war natürlich, ja. Es gibt auf jeden Fall erfreulichere Rennen, muss man sagen. Statt 12 dann nur 3 Punkte. Aber immerhin haben wir gepunktet. Kann man nicht anders sagen. Charles Leclerc wurde zum Driver of the Day. Und ja, es war ein gutes Rennen, würde ich sagen. Nur mit einer Strategie, die gut hätte werden können. Aber ich leider, ja, verkackt habe. Muss man leider so sagen. Jetzt haben wir auf einmal alle Inters drauf und es regnet wieder. Auch eine interessante Sache. Ja, Russell war hinter uns. Wir wären Dritter geworden. Wäre ich mit den Inters fertig. Hätte ich mit den Inters gefinished. Aber ja, was soll ich sagen? Wenn noch ein, zwei Leute mitgezogen hätten, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Aber hätte, wäre, wenn. Man kann es jetzt nicht ändern. Es ist trotzdem ein cooles und spannendes Rennen gewesen. Gerade so bis zum Boxenstopp hin konnten wir richtig vorne mithalten. Aber Regen ist halt ein cooler Gleichmacher. Regen macht halt richtig Spaß, wenn man hier, irgendwas erreichen will, ist Regen auf jeden Fall ein Gleichmacher. Und Regen kann auf jeden Fall auch Rennen entscheiden. Wir haben auch Sebastian Vettel natürlich 2008 mit seinem tollen Rennen in Monza unter Regen, Pierre Gasly unter Regen. Und den Regen kann halt alles passieren. Dennoch ist für uns heute leider nichts Gutes passiert. Wir gucken uns mal an, was das für Auswirkungen auf den WM-Stand hat. Ich denke mal, wir werden ein bisschen Punkte eingebüßt haben. Aber ja, wir sind eher ein Mittelfeldteam, also das ist nicht so schlimm. Piastri hat auch unter diesen schlechten Bedingungen leider zu kämpfen gehabt und hat es nicht in die Top 10, nicht mal in die Top 14 geschafft. Aber ja, ich verzeihe es, er ist Rookie und gerade Regen ist immer wieder ein bisschen schwierig. Wir sind auf dem 5. Platz abgerutscht. Und ja, Audi Sports ist immerhin noch auf dem 4. Platz in der Konstrukteurs-WM. Also das ist nicht so schlecht. Norris ist auch unser Rivale. Das ist auch blöd, dass wir gerade hinter ihm ins Ziel gekommen sind. Also ja, aber scheiß drauf. So Rennen muss es auch geben. Nächstes Mal sind wir dann in Montreal. Eine sehr coole Strecke. Eine Strecke, auf die ich mir auch viel erhoffe. Es ist zwar ähnlich von den Geraden her wie Aserbaidschan. Aber natürlich kann ich es nicht vergleichen mit Aserbaidschan. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Kanada sehr, sehr spannend ist. Von 3 Konstrukteurspunkte habe ich nicht geschafft, also hat sich Ricardo die schnellste Rennrunde noch geholt. Das ist auch traurig, aber ja. Ja, wie gesagt, was soll man sagen zu dem Rennen? Es ist auf jeden Fall spannend gewesen und hat richtig Spaß gemacht, auch wenn dann der Schluss blöd war, aber die langsameren Autos zu überholen, hat sich schon gut angefühlt, muss ich sagen. Aber für heute war es das mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir stellen hier noch ein bisschen was ein. Natürlich muss ich an unserer Pace was ändern. Die ist echt nicht so gerade schnell an den Geraden. Aber jetzt müssen wir mal in Aero die zwei fehlgeschlagene Updates. Das ist natürlich blöd. Ja, egal. Man kann nichts machen.
fürs nächste Mal müssen wir eventuell auch mal was austauschen. Schaut gerne auf Itz_Tobi auf TikTok vorbei und auch gerne auf Instagram. Links wie immer alle unten in der Bio. Danke fürs Zugucken und ja, abonniert doch gerne unbedingt den Channel. Lasst gerne eine Empfehlung da, falls es euch gefallen hat. Bis morgen oder später und ciao.